Frank Buschmann sind für Sie daheim am Mikrofon und werden Sie durch dieses hochinteressante Spiel begleiten. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ist es das? Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen im Tor. Ivan Rakitic steht zusammen mit Arturo Vidal im Mittelfeld. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Buschi, kurzer Blick noch auf ihre Formation. Ja, das ist mal offensiv. 4-2-4, vier Stürmer. Ballverlust Ivan Rakitic. Lionel Messi gegen Neymar. Was erwartest du da? Lionel Messi ist ein Spieler, der von seinem sensationell guten Abschluss lebt, von seiner Kaltschnäuzigkeit. Neymar, Kylian Mbappé, Lothar. Die Chance für Neymar. Ter Stegen mit der Parade, immer noch gefährlich. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Suarez. Griezmann am Ball. Luis Suarez. Das könnte gefährlich werden. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Weiter gefährlich hier. So, Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Und Rakitic. Sie bleiben dran, auch wenn die Konterchance erstmal vergeben ist. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Icardi. Icardi ist das. Icardi, den muss er fast machen. Da haben sie gut aufgepasst. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Vidal am Ball. Dembélé. Vidal. Wir können uns heute auf eine spannende Partie freuen, denke ich. Ja, ein echtes Topspiel, Wolf. Und eins, bei dem der FC Barcelona mal nicht der klare Favorit ist. Lionel Messi! Latte, aber die Chance lebt noch. Uwe ist zur Stelle. Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg, verhindert das Tor. Ja, die wären gerne in Führung gegangen. Jetzt eine Chance für Barcelona. Stark vom Torhüter. Der Ball kommt rein. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den Konter kaum besser machen. Neymar jetzt. Und jetzt Verratti. Ballverlust Verratti. Die klar bessere Mannschaft bei der Ballbesitzquote war in den letzten Minuten der FC Barcelona. Und Chancen haben sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange mit der Führung. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt die Gelegenheit. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Das muss es sein. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Es ist immer wieder begeisternd, wie voll die Stadien sind und wie klasse die Fans mitgehen. Und da sieht man wieder mal, welche Bedeutung der Fußball hat. Es ist eben die Sportart Nummer 1. Ballverlust durch Neymar. Gueye. Mbappé. Ballverlust PSG. Und jetzt Suarez. Lionel Messi! Das ist hier ganz klar abseits. Gueye. Icardi. Er überzeugt heute als Passgeber.
Da steht die Abwehr sicher. Und Ferrati. Neymar. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt ist die Kugel weg. Ferrati, klasse Aktion. Den spielt er gut. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Marco Ferrati. Neymar! Ter Stegen ist da. Gute Aktion, aber der Abschluss war... Ah, da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Durchatmen erstmal nach diesem Fehler. Nach dieser Unaufmerksamkeit. Aber dann ist er wieder da, verhindert das Tor mit der Parade und macht seinen Fehler wieder wett. Griezmann mit dem Ball. Super dazwischen gegangen. Suarez. Suarez! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. FC Barcelona mit der Ecke. Gute Chance jetzt hier den Führungstreffer zu machen. Die Ecke kommt von Griezmann. Nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht. Da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Der Pass von Icardi. Gefährlich! Ist es das? Ter Stegen hält. Ball ist noch. Sie machen das Tor! Und mit diesem Führungstor sind sie jetzt auf Kurs Aufstieg. Und zwar ziemlich klar. Jetzt müssten sie sich schon 2 fangen, um das noch zu vergeigen. Jetzt also Vorteil PSG. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Nach der ersten Hälfte führt Paris Saint-Germain. Bislang ein guter Auftritt. Gueye. Ferrati. Weg ist der Ball. Und das ist der Ballverlust. Mbappé. Vorteil für PSG. Di Maria. Da macht er ihn rein. Klarer Vorsprung jetzt. Und Bouchy, ich glaube nicht, dass sie das Ding noch aus der Hand geben. Kann ich mir nicht vorstellen, Wolf. Nur zur Erinnerung. Ein Remis reicht für den Aufstieg. Das wissen sie. Und es ist so gut wie geschafft. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ballverlust Barcelona. Ballverlust durch Neymar. Mbappé. Ah, er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Dembélé. Sergio Roberto. Messi jetzt. Dembélé. Und jetzt Arturo Vidal. Paris Saint-Germain jetzt wieder am Ball. Ballverlust PSG. Messi treibt den Ball nach vorne. Messi! Antoine Griezmann. Icardi. Jetzt Meunier. Di Maria. Di Maria mit dem Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Pass auf Suarez. Suarez. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Die Ecke kommt von Griezmann. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Der Treffer lag in der Luft. Der kann gerade noch klären. Neymar jetzt. Da hätten sie auf der Linie ein ganz knappes Ding. Da haben sie Glück gehabt. Klasse Aktion. Ball ist weg.
Messi. Messi! Jetzt Messi! Knapp vorbei der Schuss. Jetzt Neymar am Ball. Ferrati. Und Neymar. PSG verliert den Ball. Paris Saint-Germain mit dem Ballgewinn. Schöne Aktion. Kylian Mbappé, Lothar. Oh, das könnte was werden. Gute Aktion. Das Ding mit der Parade. Das bleibt gefährlich. Auf der Linie rettet er. Um ein Haar das Tor im letzten Moment zur Stelle. Fast der Treffer gerade, aber da ist einer zur Stelle und rettet auf der Linie. Super dazwischen gegangen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ferratis Pass landet beim Gegenspieler. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Oh, klasse, den spielt er mit der Hacke. Da geht Umtiti dazwischen. Chance zum Konter jetzt. Der Konter wird abgefangen. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Jetzt Vidal. Schwach von Thiago Silva. Mbappé. Güey. Schöner Pass. Mauro Icardi. Barcelona verliert den Ball. Ferrati. Was für eine Chance. Ein fantastisches Tor. Sehr guter Schuss. Gut platziert und nichts zu halten in dieser Szene. Da kannst du nicht drankommen und der Abschluss zu präzise. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Lionel Messi jetzt über außen. So eindeutig haben wir das im Vorfeld nicht erwartet, aber Paris Saint-Germain zeigt hier einfach eine klasse Leistung. Dembélé. Dembélé mit dem Ballverlust. Klasse Zuspiel. Pass landet bei Icardi. Klasse. Die Chance. Tor durch Mbappé. Das war wieder so eine klasse Szene. Das kann er einfach wie kaum ein anderer. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschieben. Ja, so Dinge hast du nicht allzu häufig. Das macht's leicht, ganz leicht. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Rakitic! Na, was mit der Parade? Ball noch im Spiel. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind's hier noch. Bernat. Jetzt Neymar. Gut gesehen, das war abseits. Ballverlust Barcelona. Jetzt der Angriff von PSG. Idrissa Gueye. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball. Super dieses Zuspiel. Angel Di Maria. Icardi. Den entscheidenden Punkt für den Aufstieg. Jetzt Di Maria. Dieses Mal hat er den Ball. Guck doch mal, er kann's doch. Ganz wichtiges Erfolgserlebnis für den Torwart. Bisher war es ja noch nicht sein Spiel. Sie führen die Ecke kurz aus. Griezmann. Barcelona verliert den Ball. Und das war's. Das Spiel ist beendet.